Währenddessen in der Bibliothek. Hier, schau dort. Dort ist ein Hinweis und dort ist ein Hinweis, ein Trugbild erschaffenes Artefakt. Interessant, interessant. Was bedeutet dieser? Wie steht da? Was steht dort? Phantasmagorika. Es scheint ein, wie sagt man, ein Opus Magnum zu sein. Nun, genau kenne ich mich mit so etwas auch nicht aus, muss ich zugeben. Dafür müsste ich wieder ein anderes Buch zu Rate ziehen. Weiner, ich guck mich mal um. Ist er noch da? Der Hinnecke weiter? Walner Hitzkog, ja, der erzählt gerade immer noch, ist wohl gerade im Jahre 100 vor Bosbarans Fall angekommen und redet gerade über die 12 Götter, die dann eingeführt worden sind. Wie, die kennen wir nur, weil die alle im Buch geschrieben wurden? Nun ja, also, vorher waren es viel mehr Götter. Sie wurden dann geordnet. Nach einer Prophezeiung, nach einer Weissagung. Ein Edikt, was erlassen worden ist. Ja, Morenes, was möchtet ihr? Gibt es hier Unterlagen über etwas, nun ja, abseitige Forschung zum Herrn der verbotenen Illusionen? Gewisse verbotene Werke, wir müssen etwas nachschlagen. Natürlich nur mit eurer Erlaubnis. Wen meint ihr? Werke Ich mö über... ich möchte seinen Namen nicht aussprechen. Er steht der Hesinne diametral gegenüber und ja, ist Glaubt der ihr Herr der Verbotenen. tatsächlich, dass wir solches Wissen hier lagern? Zumindest vielleicht begleitender Lektüre, erklärender Lektüre, um die Werke dieser Entität zu bannen. Nun, Werke, die Bücher aus den schwarzen Landen werden in den Basaltkammern eingeschlossen und erklärende Werke. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand versucht, dieses Chaos zu erklären. Nein, so etwas haben wir hier nicht. Wir sind auch nur ein normaler Hesinde-Tempel, müsst ihr wissen, profan. Auch wenn das eine oder andere, nun ja, es gibt so einige Zauber, die erklärt werden, aber keine Thesen, die man hier erwerben kann. Nun, ich dachte mir an vielleicht etwas Geschichtliches über die Ursprünge dieses Phantasmagorikums. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob ich diesen Namen richtig ausspreche. Phantasmalogikum. Genau, jenes Ding. Nein, meines Wissens haben wir dazu nichts hier. Verdammt. Wer könnte so etwas haben? Na, vermutlich die Bücherei, der Hofmagier wird so etwas sicherlich haben. Also, wenn sie denn geordnet ist, aber wenn euer Freund Phyrikos schon gesagt hat, dass der ehemalige Hofmagier diese Bücher mitgenommen hat, dann wird es dort wohl nichts geben. Gewiss, gewiss. Ja, leider hat er wahrscheinlich alles entwendet. Aber vielleicht hat er was übersehen. Man übersieht gerne mal was, wenn man Dinge mitnimmt. Und vielleicht nicht zurückkommen kann, um nachzukorrigieren. Es ist mir sowieso Ein sehr schleierhaft, guter Einwand. wie er planvoll etwas entwenden konnte, da seine Entsetzung doch recht plötzlich geschah, wenn ich den Ereignissen trauen darf, die damals berichtet worden sind aus dem Kaiserpalast. Was denn da Plötzlichkeit passiert? geplant. Ah, mein junger Freund, ihr seid sehr wissbegierig, das freut mich. Der ehemalige Hofmagier wurde an den Kaiserpalast gerufen, damals regierte noch Harl, und sollte dort eine Vorführung für die Herren und Damen abhalten. Es beginnt ein zweistündiger Monolog über den Scharlachkappentanz. Immer nicht nur eifrig machen. Interessant. Bin hin und her gerissen zwischen der Schilderung, dass da Dämonen beschworen wurden, aus reiner Spaß an der Freude. Aber ich kann mich natürlich nicht äußern zu Handlungen, die der Kaiser verfügt hat, weil würde ja meinem Autoritätsglauben sozusagen widerstreben.
Aber hin und wieder schüttel ich so den Kopf über die, was da passiert ist. Abscheulich. Wie spät ist es eigentlich inzwischen? Ich meine, der hat ja vorher schon irgendwie mehrere Stunden geredet. Zumindest wenn ihn niemand unterbracht hat, es wird wohl sicher jetzt irgendwie so um die 12 Uhr sein. Achso, okay. Ja, also ja. Um 22 Uhr seid ihr losgegangen, beziehungsweise haben die anderen das erreicht und jetzt haben wir so ungefähr 0 Uhr. Alles klar. Euer Gnaden, könnte ich euch diese Perle überlassen, zwecks metallurgischer Untersuchung? Ich würde natürlich dafür bezahlen. Wann könnten wir mit den Ergebnissen rechnen? Wenn ihr sie hier lasst, sicherlich morgen um 7 Uhr. Wunderbar, wunderbar. Soll ich eine Anteilung da lassen? Unsere Forschungen sind frei, aber wir nehmen selbstverständlich gerne Spenden für die Hesindekirche an. Natürlich, natürlich. Ich werde eine Spende im Spendenbeutel da lassen, im Opferstock. Sehr schön, sehr schön. Nun, wie es aussieht, können wir hier nichts weiter ausrichten. Vielleicht sollten wir etwas schlafen legen, um morgen frisch, fromm und fröhlich wie ans Werk zu gehen. Das ist eine gute Idee, gelehrter Herr. Strahl immer an. Genau. Überstrahl zurück bei den Worten. Nun, dann. Tipp Ragnar auf die Schulter. Ragnar? Ja. Ich seid wieder wach. Was soll das denn heißen? Ich habe hier wichtige Dokumente gelesen. Ihr seid beschäftigt aus mit dem Kopf auf dem Buch, oder täuscht es? Tut mir leid. Ich habe hier nur genauer die Beschaffenheit dieser Buchstaben untersucht. Ich verstehe. Lasst uns zurückgehen ins Hotel. Ah, ihr wollt mich mitnehmen? Gerne. Ja, na komm mit, das Hotel Salada ist richtig lecker. Ah, ich war da schon einmal. Wurde aber rausgeworfen. Aber ich habe da jetzt übernachtet einmal. Kann sagen, ist schön, das Essen ist gut. Ich wurde da nicht reingelassen. War irgendwie so ein Türsteher, der mich nicht reingelassen hat. Wenn wir mit dem gelehrten Herrn mitgehen, dann sind wir seine Helfer und dann dürfen wir mit. Wo seid ihr denn untergekommen? Bitte? Wo seid ihr eigentlich untergekommen? Im Seelander. Ein ganz passables Hotel. War das nicht dieses sehr überteuerte Hotel? Ein sehr schönes Hotel. Für Garreuterfall, das ist ein... Ja, könnte man sagen, ein prachtvolles Hotel. Zu viel Prunk. Nun ja, es hat seine Vorteile. Kommt doch mit uns, es ist nur gut Platz in der Suite, glaube ich. Seid ihr euch sicher? Es sei denn, ihr habt selber eine Unterkunft hier in der Stadt. Oh nun, ich war bei der Magierakademie untergekommen. In welcher? Der zu Schwert und Stab. Ist eigentlich sehr zugig, oder? Habe ich festgestellt bei meinem letzten Besuch. Vor ein paar Stunden. Nicht sehr angenehm. Ich konnte denen nicht viel abgewinnen. Obwohl, die Kampfübungen sahen sehr interessant aus. Ja, das sind halt Kämpfer, keine Magier. Magier ist nur ihr Hobby, habe ich das Gefühl. Aber nichtsdestotrotz. Wollt ihr nur mitkommen, oder... Wollt ihr? Aber gerne. Ich habe eine ganz trockene Kehle schon. Ich brauche dringend etwas zu trinken. Der Tee ist ganz hervorragend. Und der Bosbaran ja auch. Das auch. Ich empfehle euch das Thulamitische Blattgold. Eine exquisite Mischung. Oh, wirklich? Nun, das muss ich dann definitiv probieren, wenn es eine Empfehlung bekommt. Nun, lasst uns aufbrechen. Und erhebe mich und schlag die Bücher zu und stapel die wieder ordentlich am Platz. Schön ausgerichtet auf die Tischkante. Ragnar schluckt noch einmal, während er diesen schreienden Geldbeutel da das Bild von ihm sieht. Schüttelt dann aber nur den Kopf. Hat auch gelesen, dass das größtenteils eher in dem thulamitischen Raum vertreten ist. Und packt dann auch 100 Wege Schrecken einen Dieb zurück ins Regal. Hey Ragnar, was war das für ein Bild? Das ist ein schreiender Geldbeutel. Der schreit, wenn man ihn klaut? Ja. Wenn er geklaut wird, meine ich. Genau. Das ist natürlich gut, um die Diebe zu verschrecken. Genau, ja. Man nickt immer auch einmal sehr gut zu. Also eine sehr gute Sicherheitsmaßnahme. Ja, vielleicht sollte ich mir sowas auch zulegen. Ja, dann würdest du sicherer sein, aber die sind bestimmt teuer. Das kann gut sein, ja.
Drei stand da leider nicht, nur wie man den herstellt. Aber dafür muss man leider magisch begabt sein. Dann müsst ihr mal den großen Magister fragen. Magister Abelmir. Vielleicht kann der sowas machen. Ach, stimmt. Das frage ich ihn, glaube ich, gleich mal, wenn wir im Restaurant zu Abend essen. Falls ich da überhaupt reinkomme. Aber jetzt haben wir auf dem Zimmer gegessen. Das war praktisch. Oh. Ja, ich gucke mal, ob ich da überhaupt reingelassen werde. Also das letzte Mal wurde ich auf jeden Fall nicht reingelassen. Ja, ihr tretet wieder nach draußen und wir springen ein paar Meter weiter nach Norden, wo Torgosch und Jarlan gerade über der Karte von Gareth brüten. Nun, wie genau können wir euch bei der Sache also helfen? Sollen wir herausfinden, wer die Kugeln verteilt? Ja, alles, was ihr herausfinden könnt. Gut, dann werde ich zuallererst mit meinen Begleitern konsultieren, was sie im Tempel herausgefunden haben, über die Kugel. Ich vermute einfach mal, die beiden Zwerge gehören zu euch, ey. Um genau zu sein, gehört sie zum Magister Jamorenus, aber ja, ich denke schon. Sie haben sich wohl ganz tapfer gegen diese Ork-Illusionen gestellt. Hm. Nicht wahr, ihr beiden? Ja, ich hab sie alle besiegt. Er hat sie alle besiegt, aber ich verstehe mal nicht so ganz, wer der da ist und warum du den immer in den Arsch kriegst, aber gut. Wir bekämpfen gemeinsam Drachenmagien, Werte an Grosche. Das ist vernünftig. Den Mann mag ich. Wir dulden sie hier nicht in der Stadt und wir hoffen immer darauf, weitere Drachenkrieger zu finden, die uns unterstützen bei unserem Auftrag. Ein vernünftiger Mann. Und wer könnte da besser helfen als zwei Zwerge, die aus dem fernen Xorlosch zu uns gekommen sind? Natürlich. Ich nicke sehr begeistert. Also, was können wir für euch tun? Bekämpft gemeinsam mit eurer kleinen Gruppe diese Erscheinung, beziehungsweise noch besser, findet den Ursprung des Ganzen und beseitigt ihn. Das lässt sich machen. Okay. Na gut, dann werde ich meine Begleiter darüber informieren und jede Information, die wir herausbekommen, wird direkt an euch weitergeleitet. Eine verhüllte Gestalt mit Stock und Stab, offensichtlichen Magier, allerdings verschleiert, betritt dann den Raum, flüstert Hauptmann Angenbruch etwas ins Ohr. Der nickt da nur. Ragnar hat gerade den Tempel verlassen. Ihr könntet ihn also direkt abfangen, wenn ihr jetzt diese Hallen wieder verlasst. Dann werden wir das tun. Hauptmann Angenbruch. Greifenmund. Und damit verlasse ich den Saal. Ich nick dem Mann noch einmal freundlich zu und dann verlasse ich auch den Saal. Draußen sehen wir sie vermutlich gerade schon halb über den Platz. Eile dann hinterher und so auf halbem Wege rufe ich auch mal halblaut. Ah, Ragnar! Ja? Da bist du ja. Ja, du kannst wohl gerade sehen, wie er abgekniet ist, schaut sich wohl gerade irgendwelche Kratzspuren an und fährt da mal mit den Fingern über diese Linien. Hm. Hätte wahrscheinlich auch einmal über rangewunken. Hätte ihm da irgendwas gezeigt. Was soll ich mir denn angucken, Ragnar? Kannst du füchsisch? Klar. Dann habe ich dir das geschickt. Was tut ihr denn da unten auf dem Boden? Ach, nichts. Ich dachte, da wäre hier einer dieser Steine, aber hab mich geirrt. Na gut. Was die Steine angeht, unser gemeinsamer Bekannter hat Arbeit für uns. Ah, interessant. Jarlan, darf ich vorstellen, Iolaus. Raginikos, Raginisios Phyrikos. Magister Iolaris Physikos. Eine Freude. Und es ist eine Ehre, euch kennenzulernen, Magister Magister. Nennt mich Iolaus. Iolaus, genau. Ein guter Bekannter aus Punin. Ich habe ihn in Punin kennengelernt. Ein sehr vertrauenswürdiger Mensch und sehr erfahren in der Analyse magischer Artefakte. Wirklich? Artefakte, sagt ihr? Diese Perle. Ihr erinnert euch? Ja. Dies nennt man ein Artefakt. Ja, solche Dinge also. Nun? Genau. Wir haben weitere Informationen erhalten über dieses Artefakt und seine Beschaffenheit, beziehungsweise, nun ja, wir sollten es nicht auf dieser offenen Straße besprechen, vielleicht. Ganz recht. Begeben wir uns doch in euer Quartier. Dort lässt sich das hier bequemer besprechen.
Ragnar, bist du da unten fertig, oder? Also ich bin schon wieder aufgestanden. Achso. Hätte wahrscheinlich irgendwie so immer angeguckt und hätte ihm zugenickt. Einen Moment, ich habe das fast vergessen. Ich alle wieder zurück in den Tempel, zum Opferstock und steck da 5 Goldstücke rein. Und rennen wieder zurück. Vergesslichkeit, tut mir leid. Schüttel so den Kopf. Ich habe was vergessen. Nun, hoffentlich nichts Wichtiges. Dann nochmal weiter, es wird schon spät. Was halt wird, es ist. Und so geht es gemeinsam mit den beiden Stadtführern, den beiden Zwergen, wieder zurück zum Hotel Selander, geführt von Priosmen Selander. Die Diener, diejenigen, die dort gerade noch die Wache schieben, schauen euch sehr merkwürdig an, wenn ihr mit einer großen Gruppe dort hineingeht. Aber naja gut, was ihr dort in euren Suiten treibt, das ist wohl euer Ding. Betten werdet ihr keine neuen bekommen und solange die Rechnung bezahlt wird, ist dem Selander das herzlich egal. Waffne mich erstmal wieder, warum die Tür auch gut zu ist. Nun, bevor wir anfangen, ich war so frei, einen Medikus auf eure Rechnung in Anspruch zu nehmen. Ich werde euch dies natürlich hinterher erstatten. Ach, das ist kein Problem. Unter Freunden. Was ist das schon Geld? Nun gut. Gibt es einen Medikus? Oh, ich muss nur mal kurz weg. Ja, und Ragnar schwill in Schwille nach unten. Eilkunde? Wenn ihr euch damit auskennt, ich will eure Dienste nicht in Anspruch nehmen, weil ich euch nicht bezahlen kann. Aber ich wollte von Abelmir hier Travia gefällig eingeladen. Nun, ich müsste nur meinen Koffer holen und dann könnte ich euch helfen, kein Problem. Die Freunde meines Freundes sind natürlich auch meine Freunde. Klingt wunderbar. Dürfte ich vielleicht auch fragen, ob ihr hoher gelehrter Herr mir helfen könntet? Ich bin doch nur ein einfacher Diener des Herrn Abelmir. Aber selbstverständlich. Vielen, vielen Dank. Und wenn wir es dann erst einmal dem Wichtigen zuwenden können. Offensichtlich gab es mehr als nur einen Vorfall, der sehr merkwürdige Trugbilder und eine dieser Perlen involvierte. Etwa 40, um genau zu sein. Sind diese Perlen wertvoll? Also jetzt hier gefahrvoll, ja, aber wertvoll auch noch grundsätzlich? Dass der Feind sozusagen viel Geld aufwendet, um das alles zu machen? Nun ja. Oh, wertvoll sind sie ohne Zweifel. Es muss viel gekostet haben, sie herzustellen. Das Material ist auch nicht günstig. Doch viel interessanter ist der Zauber, der darauf liegt. Ihr solltet lieber annehmen, dass die Feinde des Reiches über unendlich viel Gold verfügen. Denn so scheint es dieser Tage manchmal zu sein. Jedenfalls wünschen unsere Auftraggeber, dass wir herausfinden, wer diese Perlen in der Stadt verteilt, beziehungsweise überhaupt, wo sie herkommen. Wo diese Illusionen herkommen, die darauf scheinbar ausgelöst werden. Ihr Magier kennt euch damit sicherlich besser aus. Oh, auf diesen Artefakten liegt definitiv keine Illusion. Es ist nur ein Hilfsmittel. Umso besser. Oder schlechter. Und dies unterbinden. Permanent. Habt ihr diese Karte noch? Du könntest eine Kopie davon mitbekommen haben mit einfachen Kreuzen oder so. Kannst du dir anfertigen. Das Original liegt immer noch darum, aber du kriegst eine Abschrift. Herr Jalan, haben wir denn irgendwelche finanzielle Unterstützung bekommen, die wir irgendwie bekommen? Also ich meine jetzt nur, das Leben ist teuer. Richtig, immer richtig. Du hast Gold versprochen, Jalan. Jetzt erinnere ich mich wieder. Gut, dass du es sagst, immer. Und falls wir unsere Aufgabe treu und richtig ausführen, wird sich das Reich auch erkenntlich zeigen. Das hat es bis jetzt noch immer getan. Ich meinte Reiseausgaben möglicherweise. Falls diese nötig werden, können wir sicherlich welche anfordern. Aber ich hoffe, wir müssen nicht die Stadt verlassen. Ihr wisst doch, dass ich ein armer Mann bin. Ihr wohnt doch hier auf Abelmirs Kosten wie die Male im Speckömer. Ich schüttel den Kopf. Ihr braucht den armen Ömer jetzt gar nicht so anfahren. Ist ein guter Junge. Ömer würde euch nie angezweifelt. Richtig. Das habe ich auch nie angezweifelt. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es ihm jetzt gerade ja nichts zu fehlen scheint. Nein, ich rede da auch wirklich für die. Das könnte ja ein größerer Auftrag werden und nicht, dass wir am Auftrag scheitern, nur weil wir uns irgendwo keine Taverne leisten können, sondern irgendwo im Wald übernachten müssen, dann geschwächt sind, wenn die Räuber kommen und all solche schlimmen Zufälle, damit das nicht so passiert. Wenn Mittel notwendig werden, lassen sich solche bestimmt requirieren. Gut mitgedacht, Ömer. Gut mitgedacht. Vorzugsweise sollten wir bis dahin aber ein paar Ergebnisse vorlegen können. Ja, die Herren Krieger müssen ja alle stark bleiben. Ich habe eine OT-Frage. Ist das hier der Stadtplatz? Also, was für ein Stadtteil ist das, wollte ich fragen. Das erkennst du doch, oder nicht?
Also das hier ist dieser Prios-Tempel. Das hier ist... Hier ist die Arena. Hier, das hier ist der Pentagon-Tempel. Also das erkennt man. Das hier ist, glaube ich, dieser Teil, wo die ganzen Bettler hocken. Genau. Ja, das hat mich verwirrt. Das Ding hat mich verwirrt gehabt. Nee, das ist zugebaut. Da stehen ja nur noch Ruinen und so ein Blödsinn. Das ist zugewuchert, ja. Also das ist das Schlossviertel, in dem der Großteil dieser Anschläge passiert. Gut. Ja. Hier oben ist die alte Residenz. Hier ist das Schlossviertel. Hier ist das Lande. Mich hat einfach nur das hier verwirrt, deswegen... Gut, ja, Ragnar schaut sich den Plan an und denkt sich seinen Teil. Ragnar, du kennst doch die, wie drücke ich das aus, etwas zwielichtigeren Genossen hier. Ich kenne die zwielichtigen Genossen, ich kenne die hochwertigen Genossen, ich kenne Adlige. Nun, hier. Da diese Perlen scheinbar aus sehr wertvollem Metall bestehen, vielleicht versucht jemand welche zu verkaufen. Oder vielleicht versucht jemand größere Mengen neues Material für diese Perlen anzukaufen. Kannst du da was herausfinden? Kann ich versuchen. Gut. Ich müsste erstmal mehr, um was darüber herauszufinden, was das für Perlen genau sind. Ich habe zwar jetzt zwei Namen gehört, aber wie wertvoll die sind, wo das Zeug herkommt, Meteoreisen und noch irgendwas war das. Im zwielichtigen Bereich bin ich mir auch ziemlich sicher. Also wenn es nicht irgendwie ein Magier oder sowas ist, der im Zirkel der freien Wissenschaften residiert, wird wahrscheinlich kein Hehler oder so der Stadt irgendwas damit anzufangen wissen. Vor allem nicht, wenn das Ding explodiert und dir um die Ohren fliegt. Ich hatte eine metallurgische Analyse in Auftrag gegeben beim Hizinde-Tempel. Sehr gut, das wird uns mehr sagen können. Er ist eine Analyse der Zusammensetzung der Metalle der Kugel. Vielleicht hilft uns das weiter. Ja, vielleicht hat er mir die Einzelteile gekauft und das dann Ganze selber weiterverarbeitet, weil er das kann. Ist gut. Aber er braucht dazu zumindest eine alchemistische Werkstatt oder ein Labor. Wenn die Kugeln wertvoll sind und jetzt mindestens höchstwahrscheinlich 40 Kugeln von der Stadt liegen, dann wird man bestimmt das auch noch gekauft haben vorher, oder? Möglicherweise. Und vielleicht werden die auch in diesen Laboratorien unter dem Hesindetempel hergestellt, denn schließlich hat die Person eine Hesinderobe. Selbst wenn sie nur die Hesinderobe geklaut hat, könnte sie sich doch vielleicht damit im Hesindetempel etwas freier bewegen als sonst wäre. Das wäre möglich, aber es wäre schon mal ein erster Hinweis. Also meinst du immer, wir sollten uns da umsehen? Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir uns mal da umsehen im Hesindetempel. Ich würde ganz gerne diese Kugel sozusagen als Vorwand nehmen, mich da so ein bisschen frei bewegen zu können mit Ragnar. Und dann würden wir uns einfach mal umschauen und schauen, ob wir da irgendwelche Hinweise zu dieser Kugel finden, die nicht so offensichtlich sind. Denn, wie gesagt, ich glaube ja nicht, dass dieser Geweihter selber dahinter steckt, aber dennoch vielleicht jemand, ein Betrüger, der sich als dessen ausgibt. Selbst wenn es ja nur ein reisender Hesindegeweihter von einem anderen Ort ist, Hesindegeweihter müssen ja immer diese Robe tragen. Das heißt, es kann ja ein Hesindegeweihter sein, der sagt, dass er angeblich von einer anderen Stadt kommt, von weit weg. Und dann kann man das schlecht nachweisen, ja, erstmal. Ja, irgendwie scheint der Tempel damit verknüpft zu sein. Findet das heraus. Ja. Ich schaue zu Ragnar. Ragnar, dann kümmern wir uns um den Tempel ab morgen. Ja, okay. Ich hatte sowieso noch vor, mit ihrer Hochwürden Yitzcock zu reden. Ich habe nämlich bereits eine Vermutung, was es sonst sein könnte. So, Magister. Ja? Jolaus. Ihr sagt, dass diese Perlen nur ein Anker sind? So könnte man es auch ausdrücken. Ja, ein Hispernarium. Es ist eine Sinneserweiterung für das eigentliche Artefakt. Und das eigentliche Artefakt löst dann diese Trugbilder aus? Oh ja, das eigentliche Artefakt löst Illusionen aus, Trugbilder, ist dafür geschaffen, Angst und Schrecken zu verbreiten. Doch es muss immer in der Nähe des Effekts sein, doch mit diesen Perlen aus aus Meteoreisen ist es möglich, die Reichweite zu erweitern. Und wie weit reden wir hier? Eine Meile? 10 Meilen? 100? Das konnte ich leider noch nicht herausfinden. Dafür müsste ich eine aktive Perle untersuchen. Aber dann können wir doch eigentlich die äußeren hier, Ragnar deutet nochmal auf den Plan mit den Kreuzen, dann könnten wir doch hier die äußeren Kreise in die Mitte zueinander verbinden und dann gucken, wo das rauskommt. Oder nicht? Das wäre möglich, doch nun, es kommt ganz darauf an, wie mächtig der Zauber darauf war. Viel interessanter ist doch, warum gibt es einzelne Bereiche hier außen, die hier außen sind? Da müssten ja eigentlich spezielle Leute leben, die man speziell irgendwie vielleicht
behandeln will. Also das scheint ja alles hier das Viertel zu sein, wo das Leute leben mit etwas mehr Geld, oder Ragnar? Das habt ihr mir so erklärt. Ja, das auf jeden Fall, ja. Aber hier gibt es einzelne Bereiche, ganz weit außen, diese. Die müssten doch wirklich interessant sein, da müssten ja eigentlich irgendwo in der Nähe dieses Bereichs, müssten dann ja Leute sein, also wenn das nicht Zufall ist, die irgendwie eine besondere Bedeutung haben für diesen Angriff. Liegt hier oben raus nicht die Stadt des Lichts? Weiß ich nicht. Und dort, wenn man dort weitergeht? Ah, da hinten. Vielleicht also, sagst du daran, weißt, aber du ja, weißt ja das, du weißt das nicht, aber Ragnar weiß das hier oben. Ja, dann würde ich da hindeuten und meinen, hier, das sieht man nicht mehr, aber hier wäre die Stadt des Lichts. Ah. Und es kann nicht schaden, sich diese Orte mal anzusehen, wer da lebt und... Was ist denn die Stadt des Lichts? Ah, die Stadt des Lichts, da wohnt der Bote des Lichts. Der oberste Preiausgeweihte, der quasi der gesamten Preiauskirche vorsteht. Man sagt, alle Leute, die in seiner Nähe sind und die seine Stimme hören, müssen sich seinen Worten fügen. Oh, wirklich? Das muss ich unbedingt einmal besuchen. Das klingt nach Drachenmagie. Wohnt ihr denn wenigstens unterirdisch? Natürlich nicht, er wohnt so nah an Preiausgleich. Ist das ein großes Haus? Groß ist es auf jeden Fall, ja. Also das ist eine eigene Stadt, in der größtenteils nur Pilger hinfahren, um den Boten des Lichts zu sehen, wie er eine seiner Ansprachen hält. Die wollen sich von ihm verzaubern lassen. Ich glaube nicht, dass das was mit Zauberei zu tun hat. Preius ist doch derjenige, der Magie am wenigsten mag, oder nicht? Komm mal zu Abelmir und Iolaus. Das ist wohl wahr. Ich habe mich gerade über die Karte gebeugt und das bin dabei nicht. Mit... Derjenige, der die Drachenmagie am wenigsten mag, ist mein Freund Torgosch hier. Ja. Ich kenne niemanden, der die Feger noch mehr verabscheut. Außer vielleicht mir. Ja. Aber Torgosch hat halt schon mehr Drachen erschlagen. Deswegen, naja, muss ich ihm eben das zugestehen. Aber dann könntet ihr euch doch, also diejenigen, die jetzt hier sozusagen sich damit Preios irgendwie mehr identifizieren und das so im Herzen tragen, die könnten sich doch dann diese drei Kreuze hier ganz besonders vornehmen und diese Gegend sich anschauen, weil das scheint ja hier voll auf einem Gebäude zu sein, wenn das eins ist, das weiß ich nicht. Und das hier könnte ja vielleicht auch auf einem, da könnte ja auch immer spezielles sein und ja, hier ist das Tor, vielleicht sollte nur das Tor blockiert werden. Aber diese beiden könnten noch höchst interessant sein für die Leute mit der, ja... Ich glaube, das hier ist die Gareta Ruhmeshalle.